Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal meine Kamera geschnappt. Ja, jetzt habe ich ein Stativ endlich für diese Kamera. Und ich habe mir hier diese Kiste geschnappt. Da steht zwar Yu-Gi-Oh! Trading Card Game drauf, aber sie ist nicht von Yu-Gi-Oh! Keine Sorge, ich habe da nicht irgendwas reingepackt, um es euch gut zu zeigen, also von Yu-Gi-Oh!, weil es einfach nur eine Schachtel, die bei so einem Extra-Set mitkam. Die habe ich immer noch. Habe ich so lange jetzt aufgehoben und habe mir gedacht, ich gestalte es mal ein bisschen besser. Einfach ein bisschen gestalten. Und in der Kiste haben wir zu einem. Hier. Die Kamera. Ein Spiel. EA F1 Championship. Formel 1 Championship, aber nur wegen diesem Spiel würde ich keine extra Kiste dafür nehmen, um es zu machen, sondern es geht ja unprofessionell. Ich habe mein Handy gerade, habe ich gerade da angeschaltet oder halt Tappenfeuer entfernt. Es geht um das hier. Heute beim Flohmarkt der Steigers ein Game Boy Color. Drin ist die ehemals alte Pokémon Gelbe Edition, doch sie ist leider kaputt gegangen. Die habe ich mit dem Game Boy Color gekauft. Sie ist dem, der sie gekauft hat, kaputt gegangen. Da hat er sie einfach hier hinten reingepackt als Zubehör, dass da kein Staub reinkommt oder so, einfach als Schutz. Habe ich sie jetzt auch behalten. Werde ich sie auch behalten. Sieht auch gut aus. Das Blau und das Goldene. Bisschen etwas zum Game Boy Color. Er hat hier einen Kopfhöreranschluss, was irgendwie alle Game Boy Editionen haben, außer der klassische Game Boy, also glaube ich zumindest, da bin ich mir nicht sicher, ob der einen hat. Ja, muss mir mein Handy nachher noch umstellen. Und der Game Boy Advance. SP. Der Game Boy Advance hat einen, aber der SP hat hier unten keinen Kopfhöreranschluss und hier auch nicht. Auch nicht. Und der Game Boy Color ist der einzige, wo man auch hier über. Oder der einzige Game Boy, wo man hier über Wireless spielen kann. Da ist es schon mit eingebaut. Weiß nicht, ob man. Oder man kann es auch als Fernbedienung benutzen. Glaube ich zumindest. Für ganz alte Fernseher, aber auf jeden Fall kann man damit auch drahtlos spielen. Ich weiß nicht, warum das danach nicht mehr eingebaut wurde. Fragt mich nicht warum. Naja. Der Game Boy Color ist 1998 als indirekter Nachfolger des Game Boy und des Game Boy Pocket erschienen. Also indirekter Nachfolger vom Game Boy, da er der Nachfolger vom Game Boy Pocket ist. Wobei der Game Boy Pocket nur der Game Boy in kleiner ist, dass er besser in die Tasche reinpasst und dass er auch leichter ist. Er wird mit 2-2A-Batterien betrieben. Man kann hier Gameboy-Spiele rein tun. Die kann man dann in Farbe spielen. Sieht zwar nicht so gut aus, weil der rechnet dann um, welche Farbe das dann wäre und tut es dann übertragen, so gut wie es geht. Und Gameboy Color-Spiele. Die Gameboy Color-Spiele sind aufgebaut wie die Gameboy-Spiele, nur sie sind transparent, heißt man kann hinten reinschauen. Das ist jetzt kein so gutes Modell mehr hier. Ja, wenn es fokussieren würde. Ja, geht schon. Das weiß man nicht so gut sieht. Tut mir das leid. Ja. Also ist jetzt nicht mehr so gut vom Draufdrucken her. Aber die Game Boy Color Spiele sind transparent geworden. Auch dass man sie unterscheiden kann, statt dass man ihm eine neue Farbe gibt. Wie manche Special Edition vom Game Boy, wie zum Beispiel die Pokémon Gelbe Edition, Golden Edition, hat man sie einfach transparent gemacht. Der Game Boy hat ein A und ein B Knopf. A und B. Also oben, B ist unten. Das hat der klassische Game Boy auch. Er ist aufgebaut wie der klassische Game Boy. Im Prinzip ist er aufgebaut wie der klassische Game Boy. Es gibt
Es gibt da noch ein Game Boy Light, der wo nicht so bekannt war, aber er hat ein Hintergrunddisplay. Also ein beleuchtetes Hintergrunddisplay. Also, ja, was sage ich hier? Hintergrundbeleuchtung. So. Er hat eine Hintergrundbeleuchtung und er wird auch mit 2 AA-Batterien betrieben. Also, aber er ist nicht so sehr verbreitet. Aber warum man dann kein hintergrundbeleuchtetes Display in die Nachfolge eingebaut hat, wenn man schon den Game Boy Light eingebaut hat, das verstehe ich auch nicht so ganz, weil hier der Game Boy Color hat kein hintergrundbeleuchtetes Display. Warum der Game Boy Light eins hat, das ist fraglich. Das weiß ich auch nicht. Warum man niemals gegeben hat und dann dem Game Boy Color keins. Ja, er hat einen Mono-Lautsprecher, kein Stereo. Stereo wäre, wenn er auf der einen Seite noch eins hätte. Hätte Platz dazu gegeben, aber man denkt sich halt, dass man das nicht so halten muss, dass man das wenigstens so halten kann, wenn man verdeckt ja hier auch den halben Lautsprecher, wenn man das so hält und hier so spielt. Verdeckt man hier ja auch den halben Lautsprecher, wenn man macht. Da hat man sich gedacht, dass man das hier nicht auch macht. Macht man lieber nur Mono hin, obwohl man entweder den Mono-Lautsprecher hier oben reinpacken hätte können, hier in die Mitte. Oder weil man da ja eh schon die Hälfte verdeckt, hätte man da wenigstens Stereo machen können, dass es wenigstens Stereo ist, da man ja eh hier die Hälfte verdeckt. Hätte zumindest ich so gemacht. Dann hier ein Kabel, dass man es auch an den Strom anstecken kann. Das Kabel habe ich leider nicht. Ja, wie immer A und B, wie schon gezeigt. Und Start und Select. Start. Hier Select. Und das Steuerkreuz. Hier kann man laut und leise stellen. Wobei man muss nach unten drehen, um es laut zu stellen. Normalerweise denkt man sich, ja, wenn man es nach unten dreht, stellt man es leiser. Aber wenn man es nach unten dreht, stellt man es lauter. Ja, auch eine Sache, die irgendwie fehlt. Und man kann den Kontrast nicht mehr einstellen. Im Gameboy konnte man den Kontrast einstellen. Ich weiß nicht, ob es noch bei den Nachfolgemodellen waren oder war, aber beim Gameboy konnte man den Kontrast einstellen. So, für Sammler ist es heutzutage sehr wichtig, hier diese Nummer, diese Produktnummer, dass die sehr niedrig ist. Ich habe jetzt eine sehr hohe bekommen, aber mir war das eigentlich egal, die Nummer. Mir war halt wichtig, dass er noch gut aussieht. Und dieser Gameboy hier hat zwar einige, oder dieser Gameboy Color hier hat einige Kratzer, aber er sieht aus eigentlich noch fast wie neu. Bisschen gebraucht, ja, das merkt man, aber er sieht eigentlich aus wie neu. Spiegelt sich hier. Und ja, man sieht es auch gut hier durch die Kamera, es spiegelt sich. Es ist kein Display, was nicht spiegelt. Das hätte man auch ändern können. Aber alles in allem ist der Game Boy eine sehr gute Lösung. Nur dass man halt immer Batterien mit sich rumtragen musste. Ja, das hat der Advanced SP nicht mehr, aber naja. Das soll es auch schon gewesen sein. Nur so ein kleines bisschen Reviewen, was ich vom Flohmarkt heute ersteigert habe. Und ja. Wenn noch irgendwelche Fragen zu dem Game Boy Color sind, dann schreibt die einfach mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.